Einen schönen guten Morgen nach draußen. Erstmal vorab, Entschuldigung, dass ich jetzt die letzten 2 Tage nicht so streamen konnte, wie ich das mir vorgestellt habe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich heute mal wieder streamen kann. Mein Sohn, der ist ziemlich krank. Mich schon wieder, aber es ist wohl normal bei kleinen Kindern. Zudem hat er wahrscheinlich eine Allergie. Wir müssen mal einen Allergietest machen lassen. Das nun mal so. Also das war jetzt der Hauptgrund, warum ich die letzten 2 Tage da war. Zum anderen habe ich ein Einschreiben bekommen vom Gericht aus, vom Sozialgericht, dass ich eingeladen worden bin, halt jetzt endlich zu meiner mündlichen Verhandlung wegen meiner Erwerbsminderungsrente. Ich muss darüber ab und zu mal reden, auch man fühlt fremde Leute im Internet gerichtet. Weil es einfach mir mal hilft, weil das sehr belastend ist, die ganze Situation. Ich wollte ja keine Erwerbsminderungsrente stellen, keinen Antrag darauf. Ich wollte nie Rentner werden, weil ich jetzt erst 40 Jahre alt bin. Ich habe Bock zu arbeiten und sonst was. Aber ich kann halt nicht arbeiten, weil ich halt 2 Operationen, wer mich noch nicht kennt, habe hinter mir habe, die fehlgeschlagen sind. Deswegen ist die rechte Schulter entzündet. Die Entzündung wandert halt von da aus. Bizepssehne, Supraspinatussehne, hoch zum Kiefer. Kiefer habe ich ständig Krämpfe drinne. Durch die Entzündung habe ich Probleme mit meinen Augen, dass die innere Augenmuskulatur sich zusammenzieht. Deswegen muss ich jetzt mittlerweile eine Prismabrille tragen, um das auszugleichen. Dann Analthrombose. Ich bin inkontinent, weil die Operation verkehrt gelaufen ist und lauter so sagen. Ganz viele Sachen sind zusammengekommen, weil ich halt zu viel gearbeitet habe, aber nicht so viel da jetzt darauf eingehen. Auf jeden Fall wollte ich halt vom Jobcenter, beziehungsweise von der Agentur für Arbeit, davor aufgefordert, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen, weil ja in Deutschland man irgendeinen Titel oder irgendeinen Status haben muss. Das heißt, man, ja, entweder arbeitet man oder man ist halt Rentner oder man ist halt arbeitslos, aber irgendeinen Status hat man halt und ich habe halt gar keinen Status. Ich hänge halt dazwischen und ich habe halt meine Krankmeldung letztes Jahr, Quatsch, letztes, wir haben 2020, im Sommer 2019, im Sommer 2019, ne Quatsch, was haben wir? 2022, 2021, 2020. Im Sommer 2020 habe ich meine Krankmeldung selber beendet, auf eigenem Wunsch, in der Hoffnung halt irgendeine Arbeit zu finden, dass ich irgendwo arbeiten kann. Habe dann angefangen bei dem Arbeitgeber von meiner Frau zu arbeiten, der Bäckerei als Kommissionierung. Konnte dann halt körperlich, gesundheitstechnisch 2 Tage in der Woche 3 Stunden jeweils arbeiten. Das war schon grenzwertig. Bin auch umgefallen an der Arbeit, weil ich halt nicht so gut arbeiten konnte, wie ich wollte. Gesundheitstechnisch hatte mich auch ein Arbeitskollege auf dem Kicker und der hat mich umgehauen letztes Jahr im Januar. Und ja, da ich ihn angezeigt habe oder anzeigen wollte, hat der Arbeitgeber von meiner Frau gedroht, ja, wenn ich die Anzeige durchziehen würde, dann würde meine Frau auch Probleme kriegen, deswegen muss ich die Anzeige zurückziehen und habe halt gekündigt. Und seitdem versuchen wir halt immer noch weiter mich zu bewerben. Ich bin ja selber Mechatroniker, Informatiker, sonst was, aber durch die Gesundheitssituation und allein durch die Medikamente, die ich nehme, Tilidin, Tetanin oder sonst was, ist es so, dass ich halt keinen Arbeitgeber finde. Deswegen habe ich überhaupt mit dem Stream auch angefangen. Meine Frau hat ja letztes Jahr am 15. Mai, also ist jetzt fast ein Jahr her, vorgeschlagen, ja, mach doch YouTube und mach halt Twitch und probier da ein bisschen was an Geld so nebenbei zu verdienen, weil wir halt ja absolute Geldprobleme haben, weil ich Rentenantragsteller bin, muss ich zum Beispiel meine Beiträge bei der Krankenkasse selbst bezahlen. Warum das so ist, ich weiß es nicht, das ist wohl so. Es ist wohl auch vom Gesetz her korrekt so. Auf jeden Fall muss ich da allein 220 € jeden Monat bezahlen. Und ich habe nur von der Allianz Lebensversicherung eine private Berufsunfähigkeitsrente von 490 €. Also quasi nichts. Aber da ich die 490 € habe, wird das als Einkommen angerechnet vom Jobcenter. Und da die Grenze wohl bei 455 € ist, kriege ich kein Hartz IV. Das heißt, ich habe nur die 490 € und wenn die 220 € von Abkommen abgehen und alle anderen Kosten abgehen, da könnt ihr euch vorstellen, was halt monatlich für Kind, Frau und so weiter beisteuern zum Haushalt, was da überhaupt übrig bleibt, nicht gar nichts. So.
Und deswegen muss halt irgendwas passieren. Deswegen bin ich in der Hoffnung, dass jetzt am 15. Juni vor dem Sozialgericht gesagt wird, was Masse ist. Ob ich, also, weil das Problem ist halt, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit, die haben einen Amtsarzt. Der Amtsarzt hat gesagt, ich bin nicht arbeitsfähig, ich muss in die Rente gehen. Das medizinische Zentrum der Allianz Versicherung hat gesagt, ich muss in die Rente gehen. Deswegen habe ich die Berufsknappschaftsrente, die private, bekommen. Und das medizinische Zentrum der Krankenkasse hat gesagt, ja, er ist nicht arbeitsfähig, haben auch ein Gutachten gemacht, wegen einer Schlichtung, wegen der fehlgeschlagenen Operation. Aber da ja der Renten, also die deutsche Rentenkasse jetzt quasi diejenigen wären, die dann das Geld letztendlich bezahlen müssten für mich, die sagen halt natürlich, ja, wir müssen halt Geld bezahlen, der ist arbeitsfähig. Und deswegen geht es seit 3 Jahren vor Gericht hin und her. Am 15. Juni ist endlich mündliche Verhandlung darüber. Und da bin ich gespannt, was dann rauskommt. Weil, das habe ich auch die Richterin schon gefragt, habe ich noch keine Aussage zugekriegt. Ich habe vom Jobcenter gesagt bekommen, ja, Herr Krebs, wenn Sie jetzt vor Gericht verlieren, das heißt, das Gericht befindet Sie für arbeitsfähig, dann fordern wir Sie trotzdem wieder auf, einen neuen Erwerbsminderungsrentenantrag zu stellen, weil sie ja nicht arbeitsfähig sind. Das heißt, das Ganze würde wieder von vorne losgehen und das kann ja halt sein. Du hängst halt nur irgendwo und das Geld geht weg und ich weiß nicht, vorne zurück, und wenn ich meine Eltern nicht hätte, und das muss ich mit 40 Jahren sagen, ja. Und das tut mir halt auch weh, der Abschluss. Ich habe sehr gut Geld verdient als Mechatroniker und Informatiker. Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Dazu noch ein kleines Wort und dann haben wir, ich will nicht länger als 10 Minuten darüber reden. Ich gucke schon auf den Timer. Dann noch ein klitzekleines Vorwort dazu, warum das überhaupt so gekommen ist. Ich bin 2012 schon mal einmal zusammengebrochen. Ich habe bis dato Melkroboter im Kuhstall betreut. Also automatisch Melksysteme, wo der Mensch nichts mehr machen muss. Die Kuh geht rein, wird gemolken, geht raus und so weiter. Brauche ich jetzt nicht ausführen. Auf jeden Fall habe ich den Job so gut gemacht, dass ich ein Kandidat war, um den höchsten Techniker von Deutschland zu ersetzen, um halt ja, seine Position irgendwann zu übernehmen. Dementsprechend habe ich halt Überstunden machen müssen. War natürlich auch noch jünger und dumm und habe gesagt, ja, mein Körper schafft halt alles, mache ich halt alles. Aber der Arbeitgeber hat es halt komplett übertrieben, weil das ist ein Franchise-Unternehmen gewesen. Das heißt, die übergeordnete Firma kennt jeder, das Tetra de Laval, beziehungsweise ist der Konzern. Und die haben Franchise-Unternehmen, so wie McDonald's. Das heißt, es gibt halt eine Filiale dann irgendwo in Deutschland und da ist man dann angestellt. Es sei denn, man wird dann halt, wie zum Beispiel der höchste Techniker, dann wandert man von dem Franchise-Unternehmen direkt zu Dela, weil das wäre halt mein Karrieresprung gewesen. Mein Arbeitgeber hat das natürlich mitbekommen, dass ich halt so gut bin in dem Job und halt gesagt, ja, wir können doppelt so viel machen wie alle anderen Franchise-Unternehmen in Deutschland. Also Dela Walle hat zum Beispiel gesagt, mit allem drum und dran, mit der Eigenvermarktung hin und her, hat ein Techniker mit 10 Maschinen mehr als genug zu tun. Und unsere Firma hat halt gesagt, wir machen halt 20 pro Nase, dementsprechend 260, 170 Stunden, bin 2012 einmal zusammengebrochen schon. War in der Klinik, wurde aufgepäppelt, bin dann gewechselt zu, hab da bestimmt schon alle von was gegessen, mal zu automatischen oder zu Backöfen, die es jetzt überall gibt, bei Lidl, bei Rewe und sonst was hin und her. Die habe ich aufgestellt in Hessen und in Frankfurt Main. Jetzt wird die Zeit knapp. Und das nochmal abschließend dann halt zu sagen, das habe ich gemacht bis zum Geburt meines Sohnes, weil mein Arbeitgeber wollte nicht oder möchte keine, den ich damals habe, der wollte keine Monteure oder Mechaniker haben, die halt Kinder haben, weil sie Angst haben, die gehen dann nicht ans Handy. Und dann haben sie halt versucht, mich aus dem Unternehmen rauszuegeln, wo sie dann mitbekommen haben, dass ich halt, dass ein Kind unterwegs ist. Haben mir das Gebiet Frankfurt Main und Hessen weggenommen, haben mich nur noch in die ganzen anderen Bundesländer geschickt, aber halt so, dass ich vormittags in Westfalen war und dann nachmittags unten in Baden-Württemberg, dann rüber nach Rheinland-Pfalz, nächsten Tag hoch nach Thüringen, nachmittags und all so hin und her und das monatelang. Und da das Kind unterwegs war und ich halt gut verdient habe, habe ich gesagt, scheiße, du musst halt den Job irgendwie halten. Die werden irgendwann vielleicht wieder normal, der Arbeitgeber. Hab versucht, euch zu ziehen, hab's nicht geschafft, bin körperlich zusammengebrochen, 6-mal operiert worden in der Folge. Von den 6 Operationen sind 2
wegen Behandlungsfehler schiefgegangen und jetzt sitze ich halt hier zu Hause. Ja. Und komme aus der Situation nochmal raus. So, jetzt habe ich 1 Minute überzogen und wir gehen zum Spiel. Nur mal da vorweg. Warum habe ich jetzt im Hauptbildschirm noch an und habe nicht Wano direkt an, weil wir spielen jetzt Wano. Und zwar gab es noch ein Statement von Eugen, Post-Murat-Update. Also ich habe schon durchgeguckt, also es steht jetzt nichts darüber. Wir haben ja das rausgekriegt oder gesehen, dass das mit den Flugzeugen nicht so klappt im letzten Stream, wie es eigentlich sollte. Da steht jetzt nichts von drin, da steht halt nur drin, dass er halt die ganze Zeit am Benenzing, Tweaking und Fixing Bugs sind. Das betrifft auch Murat. Da wird was kommen. Also ich vertraue Eugen. Eugen ist eine gute Firma, finde ich, persönlich. Deswegen sehe ich das gar nicht so kritisch. Wenn da mal Scheiße läuft, wie jetzt mit den Flugzeugen, die machen das schon. Dann, die wollen ja so realistisch wie möglich die Bataillone von, wo steht's, 1989 und also, in der, also die Periode 1985 bis 1989, die Divisionen sollen ja realistisch im Spiel abgebildet werden. Dementsprechend fehlen ja noch einige Fahrzeuge, wie zum Beispiel die T-62. Gibt es ja momentan nur eine einzige Variante im Spiel und es kommen jetzt noch andere Varianten dazu und die Varianten werden dann halt auf die in dem kommenden Patch auf die 8 Guards und 39. Guard und so weiter halt verteilt, so dass sie halt dementsprechend was sie dann tatsächlich das haben. Was bedeutet das als NATO-Spieler? Es bedeutet halt, dass der gegnerische Warschau-Pakt mehr Optionen in seinem Tankbild bekommen. Das heißt, neben seinem T-80U und sonst was gibt es halt noch die guten T-64 dann. Das heißt, dass die haben mehr gute Panzer zur Verfügung, aber man muss da sagen, mehr Panzer zur Verfügung bedeutet nicht, dass sie auch in die Schlacht bekommen können, weil die Punkte sind ja trotzdem gleich. Die Deckpunkte sind 50 Punkte und wenn du mehr Karten hast, dann musst du ja irgendwo anders, dann musst du Abstriche machen. Und wenn man dann nur auf Panzer sitzt, dann schwächt man sein eigenes Deck. Und vom Niveau her, der T-62 ist ja es ist halt ein T-62, kein T-64. Das heißt, der Entwicklungsschritt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder ein Zwischenschritt vom, also kann mich auch einer korrigieren, aber ich habe das so in Erinnerung, dass halt der T-55 zu T-72 ging und parallel der T-62 entwickelt worden ist, aus dem T-62 dann der T-64 geworden ist und aus dem T-64 dann der T-80 und aus dem T-72 dann später der T-90. Ich glaube, so ist es. Blickt ja keiner mehr durch bei Sowjetunion und bei der Tankentwicklung und so weiter. Weil, also T-64 und so weiter, die T-60 und T-80 von mir, da ging es ja mehr darum, effizientere Motoren zu machen. Deswegen hatten, glaube ich, auch die T-80 ja teilweise Gasturbinen anstatt Diesel. Ja, und also so wie heute der Abrams halt, ne? Und ja, das ist immer so. Also das haben sie vor, reinzubringen. Was haben sie noch reinzubringen? Also, die haben natürlich auch dann komische Varianten, wie der T62 M1 ist ja die Export-Variante, wenn ich mich richtig erinnere. Also der M1 oder so, das heißt ja immer Export. Das heißt, es ist die billige Version vom Original T62, deswegen kann der keine RTGM verschießen. Und also ich sag mal so, der Leopard 2A3 ist allen Panzern überlegen, allen T62. Um das mal kurz zusammenzufassen. Genau. Und hier steht es ja, also die Guard Army von Westdeutschland hat ja keine T-64, die wird wahrscheinlich einige T-62 kriegen. Das stimmt ja, die hatten ja keine T-64. Warum hatten die das denn? Die DDR war einfach eine Pufferzone, wo erstmal alles abgefangen werden soll, deswegen stand da das gute Zeug nicht. Und es ist ähnlich jetzt, wenn man ein bisschen mal den Ukraine-Konflikt halt verfolgt. Es gibt ich muss mal das Video raussuchen, es gibt ein gutes Video über, wie in Polen jetzt, also Polen hat ja den Abrams-Panzer gekauft, ein paar hundert Stück, also rund 250 oder sowas, glaube ich, waren es. Wie die Tank Forces halt von den Polen aufgestellt halt ist halt ähnlich wie das jetzt im Kalten Krieg damals war, das heißt, zu der Grenze von Belarus und oben, wo die Engstelle ist, wo ja Russland einen Teil von der Küste hat und da ist ja so eine Engstelle.
Da stehen halt schlechte Panzer und die guten Panzer sind alle mehr im Inland und die schlechten Panzer sollen halt den initialen Push aufhalten und die guten Panzer werden dann da halt hingezogen, wo es brennt. Und so ist es halt auch zum Kalten Krieg gewesen. Deswegen hatte die DDR nicht die modernsten Panzer, sondern nur den Schrott quasi. Und dann wäre halt die Sowjetunion dazugekommen, um halt mit den besseren Panzern zu unterstützen, da wo es gebraucht wäre. Um mal das zusammenzuführen. Dann, also genau, die Su-27S kommt rein. Die 39 Guard von den Russen hat dann dadurch 10 Anti-Aircraft. Warte, nee, Quatsch. Ah, nee, das Flugzeug hat 10 Anti-Aircraft-Missiles. Okay, also die Su-27S kriegt 10 Anti-Aircraft-Missiles. Also, die haben ja schon die MiG-31M als Anti-Airplane, was ja Pest ist. Aber ja, hier steht es ja. Die kriegt 6-mal Short Range und 4-mal Long Range. Okay. Also das wird eine Pest werden, das Flugzeug. Wenn, aber gut, wenn die Tornados so bleiben, wie sie sind, dann ja, viel Spaß versuchen, die Tornados mit Flugzeugen abzuschießen. Das wird nicht so klappen. Also, und das Positive ist natürlich, dadurch, dass der Warschauer Pakt die Tanks halt nochmal so kriegt, wie es halt war. Die halt schreiben hier halt, dass der Leo 2A3 überlegen ist. Halt den US- und Sowjetpanzern und so weiter. Aber ich hätte gerne den 2A4. Der 2A4 wäre noch viel weiter überlegen, nur mal so am Rande. Aber auf jeden Fall wollen sie, finden sie, dass der Leopard 2A3 zu teuer ist und dass der billiger gemacht wird. Das freut mich natürlich als NATO, also als westdeutscher NATO-Spieler. Und generell wird halt massiv halt nochmal an den Preisen gedreht. Die fangen an mit Flugzeugen, Flugabwehr und dann mit den Tanks. Was ich interessant finde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut spielerisch klappt, ist ja, dass ja wie in Steel Division es gezogene Artillerie gibt. Das heißt, die wird vom LKW gezogen. Wenn du mit schießen willst, musst du es abkoppeln, dann kannst du schießen. Aber sie kann sich dann halt so gut wie nicht bewegen. Wie das dann funktioniert mit Counter-Artillerie, die du dann ja spielst, die sind ja total die Opfer, weil die haben ja die erstmal haben sie ja keinen Splitterschutz. Der Vorteil der motorisierten Artillerie ist ja, dass sie gepanzert sind und einen Splitterschutz haben gegen Artilleriegeschosssplitter und gegen Small Arms Fire. Und eine Howitzer, man sieht es ja jetzt hier, die Infanterie steht einfach in der offenen Fläche. Wenn da eine Granate einsteckt, muss das Ding eigentlich muss sein. So, natürlich tun wir das auch positiv bewerten. Gut, dann zum Spiel. Das habe ich ganz schön viel geredet. Ich werde auch einen Zeitstempel machen beim YouTube-Video und dann legen wir jetzt mal hier los. Und zwar heute die. Ihr seht nichts. Ach. Ja, ich bin noch nicht. Ich habe noch viel geschlafen heute Nacht, deswegen bin ich ja schon so früh am Rechner. So. Gefecht. Wir spielen die zweite Panzerdivision. Und gib ihm. Also, ich will ja natürlich jetzt die neue Panzerdivision ein bisschen mehr spielen. Die fünfte haben wir ja ganz viel schon gespielt. Und ich muss aber sagen, die fünfte finde ich persönlich noch besser. Also ich mag die mehr, keine Ahnung warum. Eigentlich ist die zweite stärker, wenn man es so auf Papier vergleicht, meiner Meinung nach. Aber die fünfte ist irgendwie cooler. Liegt vielleicht an dem Suburban, weil ich habe das ja auch schon mal erzählt. Ich bin ja noch Reservist. Ich kann halt aufgrund meiner Gesundheit keine nach Reservistenübungen und Selbstversorger mitmachen. Die wissen ja da auch Bescheid. Aber ich habe ja immer noch mein komplettes Zeug zu Hause und auf dem Grundsdienstanzug ist genau derselbe Aufnäher wie auf dem Patch von der 5. Panzerdivision hier im Spiel. Das ist voll cool. Irgendwie, weiß man, keine Ahnung. Irgendwie finde ich das. Deswegen mag ich dies. Ne, aber jetzt zum Spiel. Ich habe mal hier testweise mal Folgendes gemacht und zwar, ich benutze ja immer mehr dieses Kompanie-Feature. Und wir haben mal hier, ihr seht, testweise eine Gruppe, die relativ teuer ist. Und zwar Fallschirmjäger
im Hubschrauber, die wir dann mal später versuchen, hier hinten mal durchzusneaken mit Hubschrauber und mal probieren, ob das geht. Jetzt am Anfang ist es mir zu teuer, das heißt, wir sneaken, versuchen die durchzusneaken. Was wir auf jeden Fall machen, man kann ja alles, was, wer das noch nicht weiß, was mit Fallschirmjäger getaggt ist, auch so aufstellen wie halt Erkundungseinheiten, das heißt, man kann so vorne aufstellen. Und deswegen setzen wir zum Beispiel hier schon zwei Gruppen mal direkt hier rein. Und setzen zwei Gruppen hier rein, die verteidige gleich. Und gehen dann nochmal auf die normale Aufklärer. Weil wir brauchen natürlich auch was, was gut sieht. Aber dadurch kann man halt früh mit Elite, das ist halt in Anführungsstrichen Elite-Infanterie, weil man ja nur Elite-Tech hat. Gut, sie sind halt auch extrem stark. Sie sind halt von der Gruppierung halt nur 8 Mann. Das ist denen ihre Schwäche. Von der Bewaffnung her durch die Panzerfaust 3, man sieht es ja, ist halt die 21 AP, ist einfach, boah, einfach richtig Der gut. Kommandant begrüßt Sie an Bord. Und man kann halt Positionen halt sehr gut am Anfang schon einnehmen bzw. beschützen. Der Nachteil ist halt, dass sie halt nur Unimog sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Position hier, ihr kennt sie ja schon halt, wir spielen ja viel Death Rows, wird Zeit, dass eine andere Zwei-Player-Karte kommt bald. Wenn die, also ich verteidige ja den Wald hier unten, unterhalb der, ich nenne es jetzt mal Hügelkante, weil wenn jetzt hier was hier runterkommt, dann kann das aus dem Wald unterstützt werden, dass hier aus dem Wald was rüberschießt, das heißt zum Beispiel Marder. Für MG reicht es halt gerade so nicht, weil das ein 800 Meter müsste MG sein, deswegen muss hier Marder oder irgendwas halt stehen. Und das ist halt die Schwäche von jetzt den Fallschirmjägern, weil die Fallschirmjäger Wen sollen wir mitnehmen? halt keinen Marder oder sonst An was haben dieser als Koordinate Supportfahrzeug, absitzen. deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Marder-Trupp hier vorne dann reinbringen. Wir Aber sind bereit, die Landweise zu generell durchsuchen. finde ich die Fallschirmjäger, dadurch, dass man sie vorne aufstellen kann, extrem stark, also wirklich extrem stark. An dieser Koordinate absitzen. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Na? Ich höre, Herr Hauptmann. Pfarrer, dort müssen wir hin. Neue Befehle? Leider geht das mit den Smart-Gruppen immer, deswegen muss ich die Kompaniegruppen immer auflösen. Die Karte nur kurz einordnen. Nach wie An dieser vor. Koordinate absitzen. Ist halt immer noch blöd. Weil ich hätte ja gern die gern zusammenbehalten in einer Gruppe, aber ich möchte halt nicht wenn ich das Micromanagement mache, ich möchte ja nicht beide Einheiten gleichzeitig bewegen, weil sonst bewege ich ja zum Beispiel beide Einheiten in ein Haus. Ich will ja jede Einheit separat bewegen. Wenn ich sie einzeln anklicke, dann, wenn ich die Gruppe ausgewählt habe. Aber es funktioniert nicht, obwohl ich das halt die Option habe, in Smart-Gruppen einzelne Einheiten bewegen. Aber es funktioniert halt nicht. Ist halt ein bisschen blöd, aber naja. So, wie ich es angesprochen habe, eine Gruppe mechanisiert. Oder alternativ, weil das halt. Na gut, 145, was kostet der? Da kann man direkt auch überlegen. Ein bisschen risikoreicher spielen. Machen wir auch, indem wir direkt einen Panzergrenadierführer nehmen. Den Panzergrenadierführer Marder, das reicht ja, weil ich brauche hier keinen Milan. Ich brauche dann einen normalen Marder. Er hat ja nur den normalen Marder ohne Milan als Option. Deswegen machen wir den da vorne rein und tun das Gebiet dann auch gleich mit besetzen. Ist ein bisschen teurer als jetzt die Panzergrenadiergruppe, aber es reicht. So, hier drüben brauchen wir auf jeden Fall aber eine Panzergrenadiergruppe. Mit zwei Marder. Weil es halt UAZs und sonst was halt schnell kommen, dass man da was gegen machen können. So, und dann braucht man nur noch halt motorisierte Infanterie. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, dass ich halt die Warten auf neue Befehle, Kommandant. Armbrustschützen mit der Minan gerne kombiniere. Also was heißt kombiniere? Ich hole halt gerne die zusammen aufs Feld. Pfarrer, dort müssen wir hin. Die Karte nur kurz einordnen. Um halt was war schon, die Fuchs Milan dann auch zu haben als Unterstützung. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Milan 2 habe und ich setze hier noch als Verstärkung den einen Armbrustschützen raus,
Und kann natürlich noch, hab die beiden Fuchsmilanen, ein Fuchsmilan hier rein, ein Fuchsmilan rein darin. Und alles kann halt auf das schießen, was hier halt sich zeigt, ne? Von hier aus überall und von da aus und da aus. Und dann stellt man noch sag mal, als Verstärkung einen Panzer hier rein, dann ist alles, was hier rüberkommt an Fahrzeugen, ist halt Muss. Und ich hätte sogar noch eine zweite Milan hier gerne. Deswegen holen wir noch eine. Die Punkte reichen noch Feuer und locker. Bewegung. Wir können beides. Da können wir nicht den An Armbrustschützen noch dieser da mit reinmachen. Koordinate absitzen. Wir sind bereit, die Kampfweise zu Hat wechseln. auch einen Grund. Also erstmal hier die Milan 2, ne? Dass die halt ein Kreuzfeuer halt aufbaut. Man könnte auch die, wie gesagt, wenn man. Ja. Wo setzen wir sie denn hin? Ich setze mehr darüber, warte mal. Die Milan 2 haben wir auch ausgewählt. Pfarrer, dort müssen wir So, hin. da haben wir ein Kreuzfeuer aufgebaut, ne? Und der Armbrustschütze hier vorne, also ich sage immer Armbrustschütze, weil die ja Pionier-Armbrust heißen, die haben halt doppelte Feuerrate, wie jetzt zum Beispiel gegenüber einer Panzerfaust 2 oder Panzerfaust 3, mit nur 13 AP, aber die 13 AP reichen ja aus, um motorisierte Einheiten wie ein BMP oder mechanisierte Einheit, ist das ja eher BTR, BMP, BR, UAZ und sonst was halt gut zu bekämpfen. Und wenn ihr eine Gruppe hier drin habt, dann kann hier euch halt nichts pushen, weil die sehr schnell die abschießen. Was wir auf jeden Fall brauchen zu Beginn ist eine Gruppe Gepard. Neuer Befehl. Eigentlich immer zusammen, würde ich vorschlagen, aber in dem Fall, also ich lasse zusammen Wen sollen wir als mitnehmen? Gruppe, sagen wir mal Gruppe 6. Lassen wir es zusammen. Aber wegen den Punkten jetzt Platz bereit. reicht das nicht. Auf jeden Fall braucht er einen in dem Bereich hier. Ich würde den hier zum Beispiel hinstellen, weil halt gerne Spezialkontrolle. Einheit Hubschrauber bereit. hier kommen oder Hubschrauber kommen hier oder hier. Und den zweiten stellt er halt hier hin oder am besten hier hin, damit er ein bisschen geschützter steht. Weil, wenn hier ein Hubschrauber kommt über den Wald, kann er das auch von hier aus bekämpfen. Er hat ja die Range, um hier rüber zu schießen. So, und dann tun wir zu Beginn, weil es ist halt später schwierig, deine Logistik Wir halt brauchen einen in Versorgungspunkt. den Punkt hier reinzukriegen und sonst was. Deswegen hier gleich die Nachschub Logistik. Gold. In den Punkt eine Logistik Neun Einsatzraum. direkt hier vorne mit reinschicken. Weil, wenn die später versucht reinzuschießen, ist die immer kaputt. Reinzufahren ist die immer kaputt, reinzuschießen. Ich bin auch so reinzuschießen. Und wir selber machen mal Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. an der Stelle hier. Vollgas voraus. Und dann haben wir alle Punkte ausgegeben. Ich nehme mal nochmal ein Stück Kaffee und dann können wir loslegen. Ich finde das Spiel nach wie vor richtig gut. Also Wargame Red Dragon ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ist es auch nach wie vor. Deswegen bin ich natürlich immer sehr skeptisch gegenüber Wano von Beginn an gewesen. Mittlerweile dreht sich das aber so ein bisschen. Ich muss sagen, Wano Wollen Sie ist ein mitfahren? sehr gutes Spiel. Abgesessene Kampfweise. Sickern Da langsames gibt es gar Gelände. nichts dran zu meckern, muss man sagen. Also wenn man meckern will und sagen will, ja, das ist scheiße Geräuschlos oder das ist aufgerüstet. scheiße und so, ja klar, da kann man das ja machen. Aber generell finde ich halt Klar zum Gefecht. das Spiel, auch wenn es Early Access ist, halt jetzt schon ziemlich gelungen, Infanterie muss ich vorwärts, sagen. überall. Pfarrer, dort müssen wir hin. Betankt und aufmunitioniert. Warum geht ein Alarm an? Achso, Tablettenalarm, ja. Ruhe, herhören. Zum Schützenrudel Aber aufgehen, auf Tabletten habe ich meine ja schon Höhe. genommen. Sie wollen die Besten? Hier sind wir. Finger am Abzug, Rücken vor. Sie brauchen einen Versuch.
Versorgungspunkt. Wir haben Feindkontakt. Rückwärts Marsch und zum Feind. Neue Befehle? Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen jetzt langsam sein. Ich muss erst wach werden, richtig? Überprüft Waffen und Munition. Aber das gehört halt auch dazu, ne? So, da haben wir schon besagten Hubschrauber. Das passiert ja gerade, was DDR-Truppen angeht, leider oft. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Wir dort, Feind dort. Aber ist ja okay, deswegen haben wir ja die verteilt. Halte Ausschau. Das ist nicht okay. Wir wurden getroffen. Mada will ich eigentlich nicht da jetzt verlieren. Und da brauchen wir natürlich gleich, was brauchen wir? Logistik für die Gepard. Verdammt, es hat einen erwischt. Weil die natürlich unheimlich an Munition fressen. Und wir holen gleich mal 1 auf 5 Panzer, 2 Stück rein. Systemcheck durchgeführt. Einsatzbereit. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Der Fallschirmjäger kann jetzt den Dings knacken. Sturm und Einbruch. Du gehst mal ein bisschen nach mehr nach da. Wir haben Feindkontakt. Gib mir Morphium! Der Marder 1-3 geht mal nach hier. Einsatzbereit. Du nach da, die Medan nach da. Rückwärts, Marsch! Hält nicht so weit da vorne. Führer einer auf sich gestellten Gruppe. Und da brauchen wir einen, Marderführer bitte hier. Habe ich den Marderführer auf. Ich führe von vorn. Schon wieder ein Hubschrauber. Stellungswechsel! Flak, Feuer! Ja, das ist natürlich absolut tödlich für unsere Dings und dann müssen wir gleich Infanterie nachordern. Das ist natürlich doof, dass wir da jetzt den verloren haben. Ich sag ja, die Hubschrauber sind ja in der Pest, aber man muss ja sagen, dass mittlerweile die Geparts ja ordentlich gebufft worden sind. Und deswegen das gar nicht so schlimm ist. Also nur halb so schlimm. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ist okay. Ein Einsatzraum? Radio Check! Höre sich klar und deutlich! Das bedeutet natürlich für uns, dass wir dann gleich auch anfangen mit Arti. Bisschen verteilen. Den Panzer kann er dir für da ein bisschen. Ne, den nach da, dich nach da. Kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu haben. So. Bravo 1, hier Bravo. Das Positive ist wirklich an der zweiten Panzergrenadierdivision, dass die die Fallschirmjäger halt extrem stark sind und wir dadurch die Möglichkeit haben, gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Weniger Infanterie zu fahren. Sammeln, Befehlsausgabe. Das ist sehr gut. In 3 Wochen sind wir in Leipzig. Was schießt denn hier noch so? Wo brauchen wir uns, Kameraden? Scheiße, Vater! Cooler, Kommandant! Wir verteidigen den Luftraum. Wir Alpha, kampfbereit! Hinten, dich noch da. Panzer kann natürlich immer noch
da, den zweiten Marder noch da, diesen da. Und dann ein oder Mankati, ein MAN sag ich immer. Wird hier immer noch mit Artig geschossen? Nee, wo schießt ihr hin? Panzerfreie Befehle, Kommandant. Okay. Wir müssen anfangen countern. Unterstützung bereit. Nächsten Punkt ist dann auch nochmal für die Arti. Für uns ist kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu hart. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. So. Neue Befehle? Wird gemacht, Ende. Wo müssen der eine Unimog da vorne? Hab ich das gesagt, dass das passieren muss? Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Hab ich nicht gesagt. Ich höre, Herr Hauptmann. Blaulicht! Von am Boden! Rückwärts! Marsch! Auf Empfang! So, den Marder Milan, den schicken wir hier rüber. Der ist da drüben besser aufgehoben. Hier holen wir mal ein Flugzeug für rein. Erstmal dahin. Du gehst erstmal dahin und du stellst dich davor. Und hier gehen wir ein bisschen vor. Und dann holen wir mal langsam Flugzeuge alle rein, die wir so benötigen. Warten auf Feuerkoordinaten. Jo. Im Nahbereich. Arschgeschwindigkeit erreicht. Und hier vorne brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Unimog. Du stehst ein bisschen blöd. Der Leopard steht gut. Der steht gut. Melde Zug zur Stelle. Das ist okay. Du fährst mal mit dem hier rüber, mit dem anderen. Um da zu supporten. Und da hätte ich gerne nochmal normale Infanterie irgendwas drin. Machen wir nochmal Fallschirmjäger in die Richtung. Achtung! Feind im Nahbereich! Rückwärts Marsch! Rück zum Feind! Wir holen mal mehr. Stehen unter Beschuss! Feuerunterstützung. Hab ich geschlafen? Ja, ich hab geschlafen. Ich Idiot. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Shit. Bitte nicht. LOD, Überschritt. Nee, gesagt, ich bin noch nicht schnell genug heute Morgen, aber dafür. Feind gesichtet. Dafür läuft er ganz gut. Rückwärtsgang einlegen, sofort. Verdammt, Fahrer, rückwärts, Marsch! Das ist die erste Einheit, die wir jetzt verloren haben, ne? Glaube ich. Sprung auf, Marsch, Marsch. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Wir tun unsere Pflicht. So, und hier drüben holen wir noch die restlichen Fallschirmjäger rein. Dann gleich. Haben wir keine mehr? Ah, okay. Bereit für die Feuermission.
Nahbereich. Überprüft Waffen und Munition. Betankt und aufmunitioniert. Kamerad am Boden! Sagi! Ihre Befehle, Herr Hauptmann? Kamerad am Boden! Sagi! An alle, Funkeüberprüfung. Auf Empfang! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! So, weiter Flugzeuge einholen. Mensch. Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Sprung auf! Marsch, marsch! Nee. Neuer Aufreger. Gib mal mit Karl Gustav dann gleich da. Was passiert noch so? Ja, Hauptmann. Vergessen. Diese Moven. Feuerbereit. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Kamerad am Boden. Sagi. Meine Absicht ist es. Gib mir Morphium. Neue Befehle. Greife markierte Position an. Wir werden beschossen. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Neue Befehle? Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. So, aufgeklärt. Hier, Knight 4. Voll aufpositioniert und gestartet. Ende. Feuer und Bewegung. Wir können weiter.
Neue Befehle, Kommandant. Verstanden, sind unterwegs. Hände. Warten auf Feuerkoordinaten. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Ich kann auch immer empfehlen, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Wenn man Micromanagement irgendwo anders da machen ist, ne? Dass man Counter-ATS-Manage spielt, weil das sind immer die Momente, wo man dann halt leider die Einheiten dann verliert. Weil man abgelenkt ist von irgendwas anderem. Wir haben Feindkontakt. Melde Zug zur Stelle. So, jetzt bin ich nicht mehr abgelenkt von was anderem, deswegen kann ich wieder meine an alle Einheiten Feindgesichte Counter-Arti starten. Feuerunterstützung bereit. Gib mir Morphium. Taktische Feuerunterstützung bereit. Wir machen uns auf den Weg. Der Tank wird auch funktionieren. Kamerad am Boden. Sani. Übrigens lasse ich die, wenn ich hier über eine Kante oder so fahre, die Milan 2 nicht zu Fuß laufen. Weil leider öfters das Problem ist, dass die an so einer Kante hängen bleiben. Ist ein bisschen blöd zu beschreiben, aber die bleiben an der Kante hängen. Deswegen über so Hügelchen immer mit dem Fahrzeug, sonst bleiben sie hängen. Dann holen wir mal beide Seaplanes gleich rein, dass man dann mal mit Seaplanes anfangen rumzufliegen. Ich höre, Herr Hauptmann. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Aber auch das mit Counter-Arti und so weiter, das ist halt eine Übungssache, ne? Irgendwann musst du halt nicht mehr drauf achten, irgendwann machst du es halt so, wie es sein soll. Ohne nachzudenken viel. So, noch die 385. Und davon mal. Bei dem Nahbereich haben Sie neue Zielkoordinaten. Und ihr seht ja, ich lasse ja mittlerweile. Verdammt, es hat einen erwischt. Versorgung kann eingeleitet werden. Der Tank wird auch funktionieren. Mittlerweile, was soll ich sagen? Wurde aufgeklärt. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Irgendwas soll ich sagen. Ich weiß nicht mal was. Achso, die Leopard 2er 3. Ich habe nur einen Leopard 2er 3 gekauft, ne? Wir tun die erstmal jetzt einfach so abnutzen. Sammeln, Befehlsausgabe. Bereit für die Feuermission. Wir machen uns auf den Weg. So, jetzt holen wir mal unsere Seaplanes rein. Und versuchen wir mal was zu snipen. Wir fangen auf der linken Seite an. Und fliegen an unserer Frontlinie entlang. Weil wir haben ja 5000 Meter Reichweite. Also wir fangen nicht an, irgendwie ins gegnerische Gebiet zu fliegen. Wir gucken nur, ob halt schon irgendwas in der Nähe ist, da wäre was gewesen. Das heißt hier. Hier ist irgendwas. Da können wir mal gleich Infanterie nach vorne schicken und mal gucken, ob wir da was aufmachen. Beziehungsweise wir können ja mal gucken. Okay, mit dem Rasen nach da.
Und 1 auf 5. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Feuerbereit. Das meine ich, ne? Jetzt habe ich selber mich gerade nicht drauf konzentriert. Also war mit anderen Sachen beschäftigt und schon kriegt die eigene Art hier auf den Deckel. Kann man gleich mal da reparieren lassen. Und das kostet halt immer Ressourcen. Und das ist halt das, was mich, warum es halt nervt, ne? Speer zur Stelle. Also hier ist irgendwo was im Busch. Können wir mal, die Gruppe hat mehr Leben, den wir nach vorne schicken, ein bisschen. Feind im Vorfeld, bereit machen. Damit man sehen, was ist. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Zweiter Zug einsatzbereit. So, den MAN. Versorgung kann eingeleitet werden. Mal nach vorne. Ende. Ich nach hinten weg. Nachschub rollt. Feuer bereit. Gib mir Morphium. Wir könnten natürlich auch einen großen Bombing Run mal machen. Das ist gut zu wissen, dass da auf Empfang. Es gibt nur zwei Arten von Menschen: Artilleristen und Ziele. Das heißt, wir holen mal eine Kompanie rein. Neue Befehle. Da ist unser Raset. Der Raset gefällt mir gut, weil der Raset exzellente Optiken hat. Artillerie zu Diensten. Und er deswegen halt mehr aufmachen kann als wie ein. Jägeraufklärer. Müssen wir natürlich aufpassen, dass er nicht selber gespottet wird. Das ist halt eher das Problem. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Und das sieht halt extrem weit. Das sieht jetzt nach da nichts. Das ist okay. Ich würde sagen, wir gehen mal. Spielgruppe bereit. Ein kleines Stückchen hier nach vorne. Euch bewegen. Wir uns zur Koordinate. Dass die nicht jetzt schießen. Um die beiden Leos. Erstmal euch aus dem Weg. Alles, was. Alles, was in der Nähe vom Panzer sein könnte. Oder sein wird, weg. Einfach weg. Weil ja Bomber da reinkommen wahrscheinlich. Und dem Marder nach vorne. Da kommt schon Bomber, ich höre sie schon. Und so tanken wir uns da an der Seite langsam vor. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Cooler, Kommandant. So, wir holen hier eine Truppe rein. Das wird dann die Gruppe 1, das wird die Gruppe 2 dann gleich. Radio check, höre Sie klar und deutlich. Und da zum Auftanken direkt Kamerad am Boden. Nummer MAN. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Gleich auf Counter-Arti wieder stellen, weil jetzt Arti da wieder reinkommen wird. Gleich. So, Fallschirmjäger, lass mal einmal reparieren. Ne, kommt keine Counter-Arti. Das kann natürlich ein Indiz jetzt sein, dass halt,
die gegnerische Artie schon zerstört ist. Wir könnten das mal testen, indem wir mal auf den Hubschrauber einfach mal schießen. Eine die Starter Salve. Angriff. Zielgebiet melden. Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft herstellen. Ja, so, das machen sie ja so, ne? Warte mal. Überschritten. Wir schießen mal mit der Artie da rein. Kein Aufmerksamkeit mehr. Kein Kampf zu hart. Weil ich wüsste, ob die jetzt gecountert wird, die Artie. Einfach mal zum Testen, ob er noch was er noch hat. So, sobald die dann aufgetankt sind und hier die anderen 2-3 sind. Es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Und? Kommt was, Counter-Arty? Kommt nichts, ne? Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Ja, das ist ja gut. Das ist gut zu wissen. Dann nehmen wir mal den einzelnen Gepard hier rüber. Und wir pushen dann an der Seite mit durch. Dann ist ja dem seine Pussy jetzt schon ausgegangen. Das ging ja schnell. Warten auf Luft- und Bodenziele. Erstatte Meldung bei Ankunft. So, das wird Einheit 2. Mit den beiden. Und ihr werdet alle Radio check. Höre sie klar und deutlich. Mit. Wo ist der andere? Zu ihrer Verfügung, Kommandant. Achso, okay. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Achtung, Feind im Nahbereich. Einheit 1. Kamerad am Boden, Sani. Was? Wollt ihr was probiert? Okay. Naja, wir haben ja eine Arti auf Counter-Arti stehen. Wir stellen sie beide auf Counter-Arti und konzentrieren uns jetzt hier drauf, dass wir hier jetzt dann anfangen zu pushen. Wir holen noch unsere Flugzeuge rein, was wir reinholen können. Und wir holen jetzt rein nochmal mechanisierte Infanterie nach hier vorne. Und den Rest sparen wir jetzt dann erstmal für Leopard 2er 3. Dass wir die nach und nach reinholen. Und dann ist das Spiel eigentlich ganz easy jetzt schon gerade gewonnen. Ein guter Aufklärer, Steiner. Also die zweite ist echt gut. Also die zweite ist richtig gut. Muss man. Karte nur kurz einordnen. Kann man schon so einfach festhalten. Infanterie bereit. So, die mechanisierte Infanterie. Ach, wir haben ja sogar nochmal. Feindgesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Hatte ich schon? Geholt oder? Nee. Was sind Ihre Befehle? Nee, ist egal. Da kommt nochmal Reserve. Reserve ist jetzt mal hier rüber. Für uns ist kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu hart. Die Karte nur kurz einordnen. Hier neigt wir. Voll aufmunitioniert und gestartet. Ende. Zug zur Stelle. Winchester, Wege zurück zum neuen Aufmunitionieren. Sie wollen die Besten? Hier sind wir. Dann gehen wir mal gewaltsam aufklären. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Was hast du gesehen? Auf was gehst du? Wo will denn den Napalm abschmeißen? Auf die Neos! Ja, das kann ja ein ganz Tag von mir aus machen. Da
hat jetzt... Getroffen. Immer ist ausgefallen. Der hat jetzt echt, Na gut. Wir holen nochmal unsere Seaplanes rein, machen wir erstmal nochmal eine Seaplane-Runde und dann tun wir pushen. In der Zeit sind ja die Leos da, die mal geordert haben. Und dann können wir einen Tank-Push machen. Also immer auf der eigenen Linie liegen lassen, ne? Da ist aber keine radargebundene, das ist nur eine kleine. Also hier steht was, aber das ist nicht, Artillerie zu Dienst. Könnten natürlich mit denen... Overkill gibt's nicht. So. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Mal bomben lassen. Verstanden. Sind unterwegs. Den raset ein bisschen nach vorne. Gefechtsbereitschaft herstellen. Und dann können wir hier dann... Hit me, Mopio! Anfang pushen. Wo wir sind, wird gestorben. War der Arti? Infanterie bereit. Oder was soll er sagen? Feind gesichtet. Ah, es hat mich erwischt! Verdammt, es hat mich erwischt! Dran, drauf, drüber. Wir schaffen es nicht! Leere Zone! Eine Luftschuhe. Das war mir klar. Deswegen immer vorsichtig. Wo ich den Dings jetzt reinfliegen sehen habe, war mir klar, dass man den, dass das wehtun wird. Da kommt der nächste Blaster. Gucken wir mal mit dem Flugzeug. Jetzt ist er, dass ich das, warum ich begrüßt habe, dass die Flugzeuge genervt werden. Zweiter Zug einsatzbereit. Achtung, Feind im Nahbereich. Das war übel. Sie wünschen Hauptmann? Die zwei Cluster Runs. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Wir haben Feindkontakt. Neue Befehle? Ah,
Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Hier dort, Feind dort! Ehrenzone! Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Bravo 1, hier Bravo! Feind gesichtet! Kamerad am Boden! Sani! Neue Befehle? Verdammt! Fahrer, rückwärts, Marsch! Winchester, fliege zurück zum Leute aufpositionieren! Achtung! Feind im Nahbereich! Radio Jack, führe mich klar und deutlich! Ich schieße! Hat das im letzten Moment noch gemoved oder was, hä? Flak, Feuer! Der Sack! Los, zügig, Kameraden! Ja, Hauptmann! Ja, Alpha! Kampfbereit! Ah, es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Radeschüssel! Und munitioniere den Bereitschaftsbunker! Infanterie bereit! Alles gut ist, er hat ja 3 Cluster-Planes reingebracht, 3 Cluster-Planes verloren. Das heißt, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt! Dass wir da jetzt keine Befürchtung mehr haben müssen. Angriffsformation, sammeln! Wurde aufgeklärt! Melde, Zug zur Stelle! Bleibt die Munition, verdammt! Nix ready sonst? So, dich und dich seit Einheit 2. Mit den beiden links. Infanterie bereit. Gebt mir Morphium. Hatte ich hier nicht noch was hingeschickt? Was sind Ihre Befehle? Marschgeschwindigkeit erreicht! Achtung! Feind im Nahbereich! Alpha an alle! Funküberprüfung! Kommen! Waffen klar zum Gefecht! Wir rollen! Nee. Für uns ist kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu machen. Zum Befehl! Fahrer, langsam vorwärts machen! Auf Empfang! Einsatzraum? Doch, da kommt noch ein Cluster. Wen habt ihr denn gesehen? 2 Cluster sogar noch. Das heißt, er hat 2x3 Karten. Das heißt, 6 Stück sind es insgesamt. Ein Flugzeug hat er noch dort. Neun Einsatzraum? 1 von denen hat er noch. Munitionstechnisch sieht es ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Melde Zug zur Stelle! Lärenzone! Bereit für einen Patrouillenflug! Transportkommando bereit! Wo braucht ihr unsere Feuerkraft? Das sind Seed. Achtung, weit im Nahbereich. Also Radar. Die da sind. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir, wenn wir von der Seite anfliegen, ob wir die beschießen können.
Nee. Bravo 1, 4, Bravo. Feind gesichtet. Verdammt, es hat einen erwischt. Nee, das sind kein Radar gebunden. Zu Ihren Diensten. Zu Befehl, Kommandant. Ja, dann gehen wir aber da langsam vor. Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Die letzte mechanisierte Truppe stellen mal dahin zur Verstärkung. Ich höre, Herr Hauptmann. Fertig, Abmarsch! Was sind Ihre Befehle? Landungsgefecht! KI-Land! Gib mir Morphium! Kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu hart. Gib mir Morphium! An alle Einheiten, Feind gesichtet. Kamerad am Boden, Sani! Geben Sie uns einfach ein Ziel. Speer zur Stelle. Gib mir Morphium! Weit im Nahbereich. Kamerad am Boden. Sani. Zu Ihren Diensten. Melde Zug zur Stelle. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Ruhe. Herhören. Vollgas voraus! Sie wollen die Besten? Hier sind wir. Achtung! Feind im Nahbereich! So... Sunny! Unterstützung bereit. Geschütz halt. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Wie gesagt, wir können ja mittlerweile die Infanterie bereit. Dings ohne Probleme stehen lassen. Fertig macht zum Sprung. Wir greifen gleich an. Feind im Nahbereich! Jawoll! Was sind Ihre Befehle? Aufgriffen Fall selbstständig bekämpfen. Oder, Kommandant? Achtung! Feind im Nahbereich! Feuerbereitschaft aufrechterhalten! Bereit zum Feuern! Bravo 1, 4 Bravo. Feind gesichtet. Radio 6, höre mich klar und deutlich. Da ist es. Das letzte. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Ja, dass du dich jetzt da wastest. Wie lauten Ihre Befehle? Verdammt, es hat einen erwischt! So, hier haben wir ja nochmal... Feind gesichtet! Infanterie nachgeordnet, nachgeholt. Überprüft Waffen und Munition! Ne, das schaffst du nicht, bleib mal bald. Fünfte Kompanie bereit. Cooler, Kommandant! Achtung, Feind im Nahbereich! Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Alles, was Sie brauchen. Los, die warten schon auf uns. Zweiter Zug einsatzbereit. Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Achtung! Feind im Nahbereich! Sammeln! Befehlsausgabe! Sunny! Warte, bereit!
Ja, das ist also Tornado Mehrzweckwaffe 1. An alle Einheiten. Feindgesichtet. Nach wie vor finde ich das Ding nicht so pralle, weil man es immer und immer und immer wieder verliert. Ladeschütze und Munitionieren im Bereitschaftsbunker. Fünfte Kompanie bereit. Bravo 1, hier Bravo. Feindgesichtet. Also für einen späteren Spielverlauf würde ich deswegen, glaube ich, wieder zendieren dazu, einfach den Dings anzunehmen. Den, der darf nicht entkommen. Der ist auf die Palar draufgefallen. Der ist auf die Palar drauf. Nein! Der ist auf die Palar draufgefallen. Verdammt, wie scheiße da manchmal. Hier ist das Flugzeug runtergefallen. Aber jetzt haben wir das letzte Clusterplane zerstört. Das heißt, wir haben mehr Freiluft zum Kämpfen. Wir wurden getroffen! Ihm ist ausgefallen! Verstanden! Das ist halt die große Schwäche des neuen DDR-Decks, das wir offensichtlich als Gegner haben. Die haben halt nur T-55-Panzer. Und nur T-55-Panzer bedeutet halt, dass die richtig auf den Arsch gehen. Neue Aufträge? Angriffsformation, sammeln! Nehmt alles unter Beschuss. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Was sind Ihre Befehle? Verstanden. Aufführen und fertig. Achtung, Feind im Nahbereich. Scheiße, war das. Sehr gut. Und zum Feind. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Jawohl, Hauptmann. So, das heißt jetzt aber auch, dass wir die, Garage-Disziplin. Die Gruppe 2 auf die linke Seite bringen, damit wir auf der linken Seite dann auch pushen können. Der muss weg, damit man den Unimog mal da reinkriegen. Und ja, ich spiele halt sehr vorsichtig, weil ich trainiere schon für die zukünftige Kampagnen und da muss man ja so wenig Verluste wie möglich machen oder haben. Ne?
Deswegen spiele ich das so, wie ich das jetzt momentan spiele, falls da jemand wundert, was ich überhaupt mache. Ist es dort wirklich sicher? Neue Befehle? Pfarrer, dort müssen wir hin. Flugabwehr beschossen. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Wir bewegen alles. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. An dieser Koordinate absitzen. Karte nur kurz einordnen. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Feuer und Bewegung. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Was sind Ihre Befehle? So, seid ihr fertig aufgetankt und zweiter? Nochmal lieber nochmal einmal. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Los, die Wand mit euch. Infanterie bereit. Fertig macht zum Sprung, wir greifen gleich an. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Dran, drauf, drüber. So, jetzt müsstet ihr fit sein, das heißt euch hier rüber. Den Leo können wir dahin machen. Und dich nach da. Und dann nach da. Ein Fob wäre halt cool, aber da wiederhole ich mich ja auch nur. Infanterie bereit. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Hier ist immer blöd durch die Lichtung. Auf Empfang. Deswegen haben wir auch immer Fahrzeuge hier in der Nähe zum Supporten. So, und dann gehen wir mit... Neue Befehle? Bewegung, Männer. Von Deckung zu Deckung. Infanterie nach vorne. Infanterie vorwärts, überall. Feuer und Bewegung. Und mit denen hinterher. Bereit machen. Hier Alpha, kampfbereit. Ah, aber achten Sie auf unsere Flanken. Aber achten Sie auf unsere Flanke! Unaufgeklärt!
Feind im Nahbereich. Jawohl, Herr Kommandant. Sie wollen die Besten. Wir sind. So, dann verteilen. Jawohl, Hauptmann. Und dann können wir gleich schnell Durchlauf anmachen. Weil da können sie nicht mehr viel machen. Neue Aufträge? Achtung, Feind im Nahbereich. Wenn nur noch den. Weit auf der rechten Seite, den wollen wir noch mal pushen. Feuer und Bewegung. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Was sind Ihre Befehle? Dich und dich hätte ich gern ganz jetzt. Wir sind Flugabwehr, verdammt. Wo ist unsere Sicherung? Panzer einsatzbereit. Nicht schießen, wir geben auf. Wir haben Feindkontakt. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schöne Runde. Macht mir richtig Spaß, gerade die Runde. Halte Ausschau nach Ziele. Und läuft alles so, wie ich mir das vorstelle. Na, Alarm aus. Kind ist krank, habe ich vergessen, den Kindergarten. Flak, Feuer, Bewegung, Alarm auszumachen. Naja. Man hat natürlich eine schöne Killzone hier. Und dann werden wir noch hier Zug zur Stelle. Mal ein bisschen mehr pushen. Ruhe, Herr. Achtung, Feind im Nahbereich. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts, Marsch!
Marsch! Stellungswechsel! Achtung! Feind im Nahbereich! Was sind Ihre Befehle? Ah, es hat mich erwischt! Verdammt, es hat mich erwischt! Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Wo brauchen wir uns, Kamerad? Nicht schießen! Wir geben auf! Radio-Check! Höre Sie klar und deutlich! Sollen wir irgendwo einsickern? Jawohl, Herr Kommandant! Warten auf neue Befehle, Kommandant! Flak bereit! Schießt auf alles, was sich bewegt! Was sind Ihre Befehle? Achtung! Feind im Nahbereich! Befehle, Kommandant. Wir fahren los. Hab ich da keine... Hat jemand Munition? LKW gehört. So, ist denn hier noch irgendwas drinne? Da. Wird ausgeführt. Ende. Und wie gesagt, den Rest lassen wir runterticken. Wen sollen wir mitnehmen? Finger am Abzug, Rücken vor! Achtung, Feind im Nahbereich! Die habe ich hauptsächlich stehen wegen, wenn wirklich ganz viel Infanterie kommt, wegen den MGs auf Lafette. Ja, komm mal, Nummel. Die sind ja richtig gut. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Los, die warten schon auf uns. Neun, Einsatzraum. Los, die warten schon auf uns. Feindgesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Bleibt die Munition, verdammt. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Systemcheck durchgeführt, einsatzbereit. Und da haben wir gewonnen. Luftnahe Unterstützung bereit. Also was, den, man sei ja immer, wie soll ich sagen, immer um sich zu verbessern, würde ich sagen, muss man ja gucken oder bewerten, wie das Spiel gelaufen ist. Und ich muss sagen, den Tornado Mehrzweckwerfer 1, den kann man nicht spielen, weil der einfach durch die Wendigkeit sich das Problem hat, dass er halt nicht rechtzeitig rauskommt. Wie die jetzt eben gerade mal, hat man ja gesehen, die normalen Tornados kommen ohne Probleme raus. Und durch die Mehrzweckwaffe 1, die der Tornado runter hat, also Tornado MB1, ist es ja so, dass, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt, Sunny! Übrigens kann ich gar nicht sagen, hier fällt mir gerade mal auf, nur Munition. Das wäre cool. Erwischt, verdammt, es hat mich erwischt, gebt mir Morphium, gebt mir Morphium, Bravo 1. Was sagen wir, Tornado Mehrzweckwerfer 1 schalt mal oder tausch mal gegen den Phantom HE Bomber wieder aus. Der Phantom HE Bomber hat halt das Problem, dass er halt zu nah zum Ziel abschmeißt. Aber wenn die Flugabwehr natürlich jetzt so schwach ist wie jetzt vom Gegner, kann man natürlich auch ohne Probleme die Phantom einsetzen, defensiv. Melde Zug zur Stelle. Infanterie bereit. Zu Befehl, Kommandant. Meine Absicht ist es,
getankt und aufmunitioniert. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Und nach dem Spiel muss ich nochmal versuchen, mich hinzulegen. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Nachschub ist schon unterwegs. Und dann gucken wir mal, ob es jetzt dann nochmal geht. Bereit für ein Feuergefecht. Neue Befehle? Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Löwe hört. Erschossen! Keine Munition mehr! Feuer und Bewegung. Wir können beides. An dieser Koordinate absitzen. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ist ja nur drunter am Schießen gerade. Versorgung kann eingeleitet werden. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Nachschub rollt. Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Alles, was Sie brauchen. Und der Vorteil von der 2. Panzergrenadierdivision gegenüber der 5. Der eine Slot mehr bei Logistik. Du kriegst viel mehr deine Einheiten halt repariert. Oder beziehungsweise du kannst halt die Hubschrauber für die Arti benutzen. Und hast mehr Optionen dann halt deine Dings zu reparieren. Zu benutzen. Ne? Bereit machen. Vorne steht irgendwo eine Aufklärung drin, deswegen sind die immer, wenn die mal zurückgeschickt. Übrigens finde ich es so extrem cool, dass die Marder auch mittlerweile Rauch haben. Das heißt, wenn sie von der RTGM beschossen werden, können sie automatisch den Rauch benutzen. Keine Munition mehr! Finde ich extrem gut. Ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nichts. Neun Einsatzraum. Aber sie müssen irgendwas mit Logistik auch noch machen, also. Oder ist halt wirklich gewollt in dem Spiel mehr Einheiten zu spammen und zu verlieren, aber das weiß ich nicht. Also mir fehlt der taktische Modus. Wo es mehr auf einzelne, jede einzelne Einheit ankommt. Verdammt, es hat mich erwischt! Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Bin ich mal auf die Verluste gespannt. Also müssten eigentlich gar nicht so viel verloren haben. Ich meine, ja, ein Flugzeug oder zwei Flugzeuge mehr verloren. Feind im Nahbereich. Ein bisschen Infanterie haben wir verloren. Wo wir sind, wird gestorben. Bin im Luftraum. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Sunny! Melde Zug zur Stelle. Kamerad am Boden! Sunny! Bravo 1, hier Bravo! Das war's schon. Ja, 2800 Verluste gerade mal. Gegen extrem schwer KI. Also die 2. Fallschirmjäger ist echt gut. Will ich jetzt mal die Kills nochmal durchgehen in Ruhe und dann hören wir auf. Also auf jeden Fall will ich heute nochmal State of Decay streamen. Da habe ich einiges schon mal ein bisschen gestern Videos geguckt. Das erste Mal überhaupt über State of Decay Videos geguckt, weil ich ja irgendwann den höheren Schwierigkeitsgrad spielen will. Und da haben wir einiges vor uns. Das ist ja so krass, der hohe Schwierigkeitsgrad. Aber dazu mehr später, jetzt erstmal hier abschließen. Also Gepard 1, ne, durch den Buff, richtig guter Flugabwehrpanzer. Also der Gepard 1 ist hier in Wano deutlich besser als im Wargame Red Dragon, muss ich sagen. Also wirklich richtig gut, das Ding. Jägeraufklärung nach wie vor durch die Kombination Panzerfaust mit exzellenter Tarnung. Was will man da sagen? Ne? Also haut viel raus. Ne? Hier Jägeraufklärung, Gepard. Dann Fallschirmjäger, klar, Bombe. Fallschirmjäger mit der 21er Panzerfaust, also 21 AP Panzerfaust 3. Pionierarmbrust genau das gleiche.
Also nicht genau das gleiche. Also die haben ja nur 13 AP, aber die doppelte Feuerrate wie eine Panzerfaust. Das reicht natürlich für die kleinen T55 und sonst was halt aus, wobei er halt mehr die Infanterie beschossen hat. HE-Bomber nach wie vor richtig gut gegen Panzer. Gerade nach dem Patch jetzt sind die Tornados deutlich aufgewertet worden, weil ja die Bomben jetzt näher zum Ziel truppen, haben sie ja eingeführt. Aber nicht so, dass es halt die ganz nah ranfliegen müssen. Die haben trotzdem ihre Range und treffen halt sehr gut. Deswegen kann man sich sehr gut einsetzen. Ja. Wenn man weiter durchgeht, eine Counter. Also, wir haben jetzt komplett die gegnerische Arti gecountert, beziehungsweise sie war ja dann ohne Supply später dann. Kai Gustav Panzergrenadier durch die 16 AP natürlich auch gut. Ja, also die nehmen auch einiges weg. So, hier bin ich nicht da mal gespannt. Der Mehrzweckwaffe 1. Der macht halt nichts. Also, die Bomblets machen halt wenig Schaden. Ich meine, guck mal, was ein HE-Bomber im Vergleich halt wegmacht und die halt nur, ne? Und ich setze die extra nur auf weiche Targets ein, die Mehrzweckwaffe 1, weil sie gegen Panzer halt so gut wie gar keinen Schaden machen. Clusterbomber natürlich top gegen Panzer, nach wie vor. Ja, Leopard 2A3 brauchen wir nichts zu sagen, Leopard auch nicht mehr, habe ich ja eben gesagt schon. Extrem stark. Uiuiui, der Panzergrenadier. Die Dinger am Anfang alle, also sieht man mal auch, wie die KI die reinschickt. Der hat ja die nacheinander alle gekillt. Also. Das war einer der früheren Leopard 2A3. Ja, und ich weiß nicht, ich würde sagen, die neue Panzergrenadier, die neue Division auf der DDR-Seite, müssen wir mal spielen. Aber ich schätze sie gar nicht so stark ein, weil ihr seht ja, die haben so Probleme, einen Leopard 2A3 zu knacken, wenn sie nicht die Clusterbomber mehr haben, ne? Die haben ja zwei Karten zu 22, nee, doch Su-22 M4. Und die sind natürlich absolut tödlich für unsere Panzer. Ach, deswegen hat man die 2800 Verluste. Genau, da können wir gleich mal gucken, was die weggemacht haben. Was wir ändern, ist halt natürlich das Mehrzweckwaffe 1 raus. Wo sind sie? Wieso haben die das halt zugerechnet kriegt? Ausgeschaltet von? Muss denn die zu 22 M4? Die hat doch durch Cluster. Man hat sie ja im Spiel gesehen. Wahrscheinlich, weil wir sie gekillt haben, bevor die selber Kill gemacht haben, wird das hier nicht aufgeführt. Gehe ich von aus. Weil das ist das, was uns richtig teuer, also was uns richtig gekostet hat. Müsste ja hier eigentlich. Hier kamen ja die Cluster-Bomber, die ersten, aber ja, die Kills werden halt gar nicht angezeigt. Normalerweise, also die hat ja mit einem Anflug hat sie ja 5, 6 Einheiten rausgenommen, also wird nur nicht angezeigt, weil wir sie mit dem Gepard schneller getötet haben, wie die Bomben am Boden waren. Gut, dann, wie gesagt, nochmal ganz kurz die Decks anpassen. Mehrzweckwaffe 1 nehmen wir bei der fünften auf jeden Fall auch raus. Was nehmen wir dann noch mit? Also theoretisch ist ja das Seaplane. Ich verstehe, warte mal. Ich will mal ganz kurz, bevor wir da weitermachen, nochmal die Seaplanes ganz kurz vergleichen. Ja. Gegen den anderen. Wo ist er? Boah, ich bin jetzt bin ich müde. So, also die Bewaffnung ist ja die genau dieselbe. Ist ja die. Nee, ist nicht dieselbe.
Ich meine, von den Werten ist es dieselbe, aber die eine ist Alarm und die andere ist AGM-88H, aber von den Werten ist es halt exakt gleich, also müssen sie eigentlich exakt gleich funktionieren. Der Tornado GH1 hat halt eine Rakete mehr. Warum kostet eigentlich der Tornado GH1 385 Punkte und der andere nur 235 Punkte? Nur wegen der einen Rakete mehr? So, und theoretisch müsste die F-16 sieht genauso gut eigentlich aber wie der Tornado gegnerische Anti-Radar, also Flak-Einheit mit Radar, sorry, ich bin total übermüdet, werde nachts nicht geschlafen, bekämpfen, aber es funktioniert nicht so. Aber wir nehmen es trotzdem nochmal mit. Vielleicht nichts an mir, keine Ahnung, nochmal probieren. Immer einen Fehler erstmal bei sich selber suchen. Hier auf jeden Fall den Metzwerfer 1 raus. Und da kann man überlegen, halt, ob man den mitnimmt. Oder wir nehmen die AT-Variante sogar mal mit. Und probieren es nochmal aus. Die andere AT-Variante haben die doch auch. Ne, haben die nicht. Moment, ich will nochmal die AT-Varianten von der fünften zur zweiten vergleichen. Das heißt, man hat ja auf der fünften Division hat man ja das hier, auf der anderen Division haben wir ja den Tornado AT. Tornado ist teurer, klar. Wegen der Flugoptik und so weiter, aber der ist schneller. Die AT-Bewaffnung ist genau dieselbe. Wir nehmen den mit. Wir probieren den mal aus. Vielleicht ist ja durch den Patch jetzt auch die, sind ja die AT-Flugzeuge vielleicht wieder mal sinnvoll. Ich weiß es ja nicht. Wobei man ja sagen muss, aber. Also wenn es jetzt Wargammer Dragon wäre, gar keine Frage, würde ich sofort mitnehmen. Ne? Anti-Tank-Planes sind extrem stark im Wargammer Dragon. Richtig stark. Deswegen muss man ja, wenn man schwere Panzer spielt, immer einnebeln und sonst was, damit halt nicht die Anti-Tank-Planes halt die schweren Panzer rausnuken und sonst was. Hier in Wano ist es halt aber anders da. Die treffen nicht gut. Zum einen. Und zum anderen sind andere Flugzeuge deutlich gefährlicher, deswegen brauchst du keinen Rauch machen, beziehungsweise, anders dann noch gesagt, der Leo, also alle Tanks und wie jetzt zum Beispiel Fahrzeuge wie der Marder, haben ja Nebeltöpfe mittlerweile in dem Spiel. Das haben sie ja im Wargammer Drake nicht und die können automatisiert selber sich Nebel legen und deswegen haben es AT-Planes halt schwer, überhaupt Einheiten zu zerstören. Auch wenn du sie nicht einnebelst, weil sie sich selber einnebeln können. Und da sie halt nur gepanzert oder halt nur Fahrzeuge mit denen bekämpfen können, würde ich ihn dann doch nicht mitnehmen, obwohl er von den Werten richtig gut ist. Ich würde irgendeinen anderen Bomber mitnehmen. Da haben wir ja gestern ausgetestet, nee, was heißt, vorgestern haben wir ja ausgetestet, dass die 175 Meter stimmen mittlerweile. Der muss quasi die Bomben ins Ziel reintragen, komplett. Was ja die Tornados nicht müssen, obwohl halt auch 175 Meter steht, aber hatte ich ja ein Video zu gemacht. Deswegen entweder ein Napalm-Bomber, aber der ist wieder so langsam und nur 10% ECM. Weiß ja eigentlich auch keinen Sinn. Was cool wäre, wäre ein Starfighter, weil der Starfighter, also ein Starfighter mit Napalm oder mit HE, aber gibt's ja nicht. Und die langsamen Flugzeuge, die mag ich halt nicht, weil wenn ich Support brauche, da brauche ich dann Support, genauso wie das hier. Ich weiß gar nicht, was das Flugzeug soll. 130 Punkte für 556 km/h Anti-Airplane. Da lacht doch jeder drüber. Nimm mal den Phantom nach wie vor mit.
und machen es so wie gehabt. Hätte ich gesagt. Mein zweites Anti-Airplane brauchen wir eigentlich nicht, weil erstens bin ich den sehr stark und da man den ja eher ein bisschen passiv einsetzen. Also ich habe den jetzt im Spiel eben verkehrt eingesetzt. Er ist ja mehrmals über die gegnerische Linie geflogen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das war mein Fehler. Aber selbst das hat, also wir haben ja die trotzdem nicht verloren. Weil sie halt okay schnell sind, 30% im ECM haben und so. Also, aber 4 ist halt auch wieder zu viel, weil du die Stats eher dann mit Bombern füllen kannst, noch in-game dann, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Abfangjäger, ein Seedblame hat und das sind ja 2 Punkte, man hat 9 Slots, fehlen noch 7 und optimalerweise wären das dann die hier. Dann hättest du deine Slots und wenn du halt ein Flugzeug oder sowas verlierst, hast du immer noch 2 Backup-Lanes und den. Ja. Macht am meisten so Sinn. Und bei dem. Wie gesagt, wir mal so und das Seaplane wieder rein. Ja. Und ich würde sagen, das war's dann. Was ich vorbereite zum nächsten Stream ist mal das andere DDR-Deck. Mache ich mir mal Gedanken drüber. Das ist ja das alte DDR-Deck mit den T-72. Ja. Ist halt nicht mehr ganz so stark, dadurch, dass wir eine Karte weniger haben. Und es ist genau das, was ich ja halt auch in dem Video vorgestern erklärt habe, was mit den Bombern jetzt verkehrt ist, das sind die Murat-Patch, ich hoffe, das wird dann gefixt. Die machen zwar ihre Kills nach wie vor, man hat es ja gesehen im Spiel eben, die sind absolute Tankkiller und alles, aber sie sterben auf jeden Fall, weil sie halt wirklich ab 175 Meter erst abschmeißen. Das heißt, die kommen niemals wieder zurück. Und genauso wie ich das in einem Video vor 2 Tagen gesagt habe, genauso ist es eingetreten. Das muss Eugen fixen, aber ich bin da zuversichtlich. Eugen ist in meinen Augen eine gute Firma und die haben ja auch schon geschrieben in den Patch Notes, was heißt in dem für den kommenden Patch, dass sie die ganzen Bugs und Fixes vom Murat halt auch angehen. Ja. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal zu schlafen. Dadurch, dass mein Sohn krank ist, habe ich kaum geschlafen die letzten Tage. Hi, morgen, Endeffekt. Ja, alles gut, alles gut. Ich konnte Samstagabend leider auch nicht wegen dem Max. Der ist ziemlich krank. Deswegen muss ich jetzt gleich nochmal einen Arzttermin machen, dass wir mal den auf Allergie testen lassen. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, morgen Abend, aber können wir mal fix festmachen, 8 Uhr oder so. Dienstag hat es ja gesagt, ne? Und die machen wir dann noch dann. Also jetzt nicht, aber okay. Ja, aber wie gesagt, ich muss jetzt versuchen, nochmal mich hinzulegen. Jetzt kommt gerade die Müdigkeit, habe gerade ein Spiel nochmal gemacht, aber jetzt kommt die Müdigkeit, weil heute Nacht auch wieder kaum geschlafen. Und dann gucken wir mal. Nicht auch da dran haben, ich hatte schon mal ein kleines, weil du gefragt hast, wie es geht. Ich habe eben schon zu Beginn des Streams ein kleines Statement gemacht. Am 16. Juni ist endlich die Gerichtsverhandlung vom Sozialgericht. Das geht natürlich auch nicht so aus dem Kopf. Also habe ich aber, wie ich jetzt nochmal drauf eingehen, am Anfang vom Stream, du kannst ja den Stream dann gleich nochmal den Anfang nur gucken. Da erkläre ich es nochmal in den ersten 10 Minuten, was Masse ist momentan. Ansonsten sag ich mal, gute Nacht. Und macht's gut.